Hey meine Lieben, ich bin wieder hier bei euch und ich habe was mitgebracht. Einmal die 25th University Rare Timboxen und ich habe ein paar Einzelkarten. Und zwar kommt das alles von Fantasy Freak. Erstmal an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Wenn du auch so geile Produkte haben möchtest und Einzelkarten haben möchtest, dann schau unbedingt mal bei Fantasy Freak vorbei mit dem Code TIM10 oder aber DTV-MP23. Sparst du auch nochmal 10%, wenn du hier Einzelkarten oder Timboxen oder so kaufst. Also gerade Einzelkarten. Wenn Einzelkarten bei dir mit in der Bestellung sind, sparst du auch nochmal 10%. Also es lohnt sich total reinzuschauen in den Shop und wirklich super Preise, also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und wenn wir uns jetzt hier mal die neuen Secret Rares angucken, den Magnamut, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Gönn dir ein paar Einzelkarten, das lohnt sich. Das sieht wunderschön aus. Wunderschön. Okay, aber wir wollen jetzt mal die coolen Timboxen öffnen. Und ich bin super gespannt, was drin ist. Und ja, ich will mal gucken. Habe ich hier noch meine Opening-Schere zufällig? Nee, habe ich nicht. Aber es geht auch so. Es geht auch so. Okay. Ich öffne das erstmal beide. Ich hoffe persönlich auf einen Stardust Dragon und Rose Dragon. Also das wäre mein absolutes Träumchen, den schwarzen Rosendrachen zu bekommen und den Stardust Dragon, den Sternstaubdrache, ne? Das ist ja auf Deutsch. Das wären meine absoluten Wunsch Qantas Secret Rares. Gucken wir mal, ob es klappt. Okay, hier ist es schon mal nicht der Fall. Hier haben wir den Rosendrachen, sage ich schon. Das wäre ja cool. Den rotäugigen schwarzen Drachen. Der sieht aber auch schon ziemlich fett aus. Okay. Komm schon, Rosendrache oder Stardust Dragon? Aha, Regenbogendrache. Es sind nicht die schlechtesten Promos. Ne? Das müssen wir ja festhalten, es sind nicht die schlechtesten Promos. Ich glaube, wir sind noch eigentlich ganz gut weggekommen. Und das sind zwei ikonische Karten. Also von daher alles gut. Und jetzt haben wir 6 Megapacks. Was wir jetzt daraus ziehen können. Wie viel Glück wir haben. Ob wir einfach coole Karten bekommen oder nicht. Aber eigentlich sind hier ja schon relativ viele coole Karten drin. So, Edelsteinritter, Rosendiamant. Ich weiß gar nicht. Ah, Kamera. Jetzt hat er den Fokus wieder, oder? Machen wir mal so. Jetzt hat er den Fokus. Rosen. Ich weiß gar nicht, wo die rausgekommen ist. Demorphischer Umkehr. Okay. Die Greif. Libromant. Schreckensclowns Belong. Okay. Großzahndrache. Oh, Siren Bull 1. Der war, glaube ich, im Original auch eine Super Rare. Dann Überfusion. Wo ist denn die rausgekommen? Sehe ich irgendwie gerade zum ersten Mal die Karte. Hier der Drache. Ich erinnere mich. Wir ziehen Magnamut, sage ich schon. Wir ziehen Lubellion. Oha! Geil! Und dahinter ist ein Dinomorphia Rextreme. Ja, geil. Cool. Umkehrdose. Meister. Ja, gut. Gurkenfeld. Ach, der ist als Kamen drin. Witzig. Das war ja vorne so super rare. Das ist jetzt ein Kamen. Okay, cool. Raubpflanze. Irgendwas. Dann Strahlung. Oberste Meer Mare. Wo ist denn der rausgekommen? Erinnere ich mich irgendwie auch gerade gar nicht dran. Okay. Eisschade. Was ist das denn? Noroaris, der Frühlingsdrache. Wo ist denn die Karte rausgekommen? Die sehe ich irgendwie auch gerade zum ersten Mal. Gorus. Tyrann des Rosen des Donners. Ich sehe die Karte irgendwie auch gefühlt zum ersten Mal. Keine Ahnung, wo die wieder hergekommen ist. Eine runische Karte. Ja, nice. Aha, Dinomorphia.
Und ein Dynamite-Karte. Okay. Dann, was haben wir hier? Freie neue Welt. Turbo, okay. Ja, gut. Der Rest ist dann wieder, glaube ich, nicht ganz so spannend. Okay, cool. Gehen wir schon ins letzte Pack der ersten Tinnen. Muss sagen, mit dem Lobelium bin ich schon ziemlich happy. Mit dem Lobelium, das ist schon ziemlich nice. So, Lipromant. Flammenkumpel Eka. Eisschade, okay. Raubpflanze. Zombie Wiedergeburt. Propaganda. Okay, was ist das denn? Sehe ich, die sehe ich ja zum ersten Mal. Die Karte. Keine Ahnung. Eine Runisch-Karte. Die war vorher, glaube ich, auch super rare, ne? Ich glaube, das war auch vorher eine super rare. Lipromancer, vorher, okay. Der war vorher aber auch ultra rare, ne? Das war auch. Oder war das ein Secret? War das ein Secret oder war es auch eine Ultra? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das war eine Secret Rare. Ich bin mir gerade unsicher. Das ist eine neue Karte. Das ist einer der neuen Karten. Siren. Oh, nice. Das Kolosseum in Secret Rare. Schick, schick. Und Meister des Chaos. Ah, ja. Okay. Dann machen wir das mal so. Können wir, glaube ich, schneller durchgehen. Hauptpflanze, okay. Yamato, okay, die kenne ich. Was ist das? Ja, irgendeine Blue-Eyes-Karte. Okay. Was ist das denn? 100, so. Hungergift, Raubpflanzen, Fusionsdrache. Oh, nice! Die Wanderbrise-Spell. Das ist cool. Wird den Vogel wieder. Die Rose, Lipromancer. Lipromancer, Siren. Okay, Exoschwester, Armenrüstung. Kenne ich jetzt auch nicht. Ultimative Fusion. Glaube ich auch eine Blue-Eyes-Karte, ne, oder? Ist auch eine Blue-Eyes-Karte. Dann Dynamorphia, okay. Den Zombie-Vampir. Sehr cool. Und Exoschwester Sophia. Okay. Zack, legen wir auch mal hin. So, Lipromancer. Dynamorphia. Großsanddrache. Lustige Melfies. Schreckensklaue. Hauptpflanze. Okay, unsere Super ist Frankie, der runische Zähne, okay. Oh, nice! Kashtira Vorahnung als Ultra Rare. Das sieht aber auch schon ziemlich cool aus. Nochmal das Schloss. Okay. Cool. Blauäugiger Drachentypen. Nice. Und unsere letzte Secret ist. Was ist das denn? Rotäugiger Zombie-Drache. Der war doch auch mal in irgendeinem Starter-Deck drin, oder? Ich glaube, der war auch irgendwann mal in einem Starter-Deck drin. Das ist doch eigentlich ganz vernünftig. Ich glaube, Highlight ist wirklich hier ab. Magnamut, sag ich mal schon. Der Lobelion, den wir gezogen haben. Also, das ist wirklich ein Highlight. Und die ganzen Bistels, falls ihr euch die auch nochmal angucken möchtet. So sehen die aus. So sehen die ab. Das ist jetzt nicht sortiert. Genau, das so sieht der Magnamut aus. Also sehr, sehr geil. Saronir, auch wunderschön. Der Dual Swarm hier, der sieht auch echt sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Und natürlich der Lobelion. Mal hier mal gucken. Also wirklich extrem cool. Also falls ihr da Bock drauf habt, schaut mal bei Fantasy Freak im Shop vorbei. Einzelkarten lohnt sich. Dann könnt ihr euch auch hier so wunderschöne Karten organisieren. Jetzt glänzt der hier nochmal so richtig krass. Also das ist schon ein starker Effekt hier, ne? Das sieht ja so krass aus. Oh, wow. Das ist schon ein krasser Effekt. Ja, ich würde sagen, ist ein ganz cooles Opening gewesen. Wir haben
Lubellium gezogen. Wir haben leider kein Stardust Dragon gezogen. Wir haben auch leider kein Black Rose Dragon gezogen. Ich glaube, es gibt deutlich schlechtere Tints. Ich würde sagen, wir haben eigentlich ganz gut gezogen. Und dann sehen wir.